So, jetzt frag. Ja, wie war das gerade? Es geht um die Darstellung, wie stelle ich etwas komplex oder einfach dar? Also ich habe doch vor kurzem das im Buch 1 gelesen, die Bäcker-Transformation. Und es ist ja so, ich bin ja Bäcker. Ich habe das früher schon mal nachguckt, aber ich habe nicht mehr gewusst, was damit gemeint ist. Und jetzt habe ich da nochmal Wikipedia aufgemacht und jetzt die Bäcker-Transformation. Das ist interessant, wie das dargestellt wird. Und zwar wird es anhand von dem dargestellt. Man nimmt einen Teig, rollt ihn aus, schneidet ihn ab und legt ihn übereinander. Blätter, man nennt es den Blätterteig. Genau, das ist Blätterteig oder Strudelteig. Beim Bäcker sieht es ganz anders aus. Da steht eine ganz komplizierte Formel dran. Also ich muss sagen, ich kann die Formel nicht lesen. Wie kommt man auf so einen Hirnriss, wenn man weiß, wie ein Blätterteig gemacht wird? Das ist ja eigentlich eine ganz einfache Sache. Wird ausgerollt, Fett kommt in den Teig rein und dann wird er touriert. Und zwar eine einfache Tour wird er zweimal zusammengeschlagen, dann ist es drei Lagen. Jetzt kommt da eine doppelte Tour, da wird er ausgerollt und viermal zusammengeschlagen. Das heißt, dann habe ich 3 mal 4, 12 Lagen. Und jetzt geht es weiter mit einer einfachen Tour wieder. 3 mal 12, 36. Und dann kommt noch eine doppelte Tour. Und dann habe ich 144. Ist natürlich also rein zufällig 144 und 144.000 oder so. Steckt irgendwo überall so etwas drin. Ja, und Und da wenn ich erzähle mir ich jetzt gerade die aber wieder was dazu. komplizierte Formel angucke. Pass auf, jetzt erzähle ich dir jetzt erst einmal was dazu. Diesen Vorteil des Blätterteigmachens, da kannst du jetzt viele Lagen machen, die kannst du immer wieder machen. Das ist aber ein Problem und du musst eventuell, wenn du Interesse hast, recherchieren. Das erkläre ich jetzt aber noch nicht, was da die Formel ist im Vergleich zum Teig. Bezieht sich, dass du jedes Mal wieder beim Ausrollen die Oberfläche des Teiches vergrößerst, wenn du es zusammenklappst. Jetzt solltest du dich eventuell, ohne das genauer zu erklären, nochmal vielleicht recherchieren, wenn du Interesse hast. Und zwar bezieht sich das auf die Blattgrößen unser DIN. DIN A4 ist ja jedem ein Begriff, DIN A5, das beginnt bei DIN A0. Und wenn du jetzt ein DIN A0-Blatt hast und du klappst es, das ist ja eine Normierung, ist auch der goldene Schnitt mit drin, und du klappst es zusammen, dann ist es ja halb so groß, aber doppelt so dick. Wir bleiben jetzt einmal von einem normalen Blatt Papier. Das ist dann DIN A1, dann klappst du es wieder zusammen, dann haben wir vier Lagen, dann wird es und so weiter, bis wir dann DIN A4, DIN A5, die werden dann immer kleiner. Und wenn wir das zusammenklappen, da wir ja nicht im Vergleich zum Deich das jedes Mal die Fläche ausrollen, wird es natürlich immer kleiner. Und jetzt ist es interessant, wenn du jetzt Papier nimmst mit einer normalen Blattstärke, wie oft kannst du einen Bogen, einen DIN A4 Bogen zusammenklappen? Es wird ja immer dicker, es wird dann zwar kleiner, aber immer dicker. Und es ist hochinteressant, wenn du das ein wenig fortführst, dass das wie unser Schachbrett explodiert. Das heißt, Ja. das geht bloß so und so oft mal. Wenn dich das interessiert, kannst du das recherchieren und du wirst feststellen, das kriegt dann rein theoretisch, wenn das kleiner wird, explodiert praktisch das in der Transversalen. Wir haben eine Fläche, wir klappen. Die Fläche wird zwar kleiner, aber sie wird höher, weil wir ja zwei Schichten haben. Dann klappen wir das wieder zusammen, dann haben wir ja vier Schichten. Dann klappen wir es wieder zusammen, dann haben wir acht Schichten, weil wir ja die vier Schichten wieder drauflegen. Unser Schachbrettmuster wird kleiner und im selben Moment wird der Stapel höher. Und du wirst plötzlich feststellen, dass wir diese Longitudinalität unserer Ebene, wo wir sagen, praktisch in eine Höhe, in eine Transversale, aber das explodiert. Und wenn du das rein arithmetisch siehst, hast du wieder unsere Kurve, wo ich immer sage, unser Bewusstseinswachstum, unsere Bevölkerungskurve, unsere Lichtgeschwindigkeit, wo hier dann praktisch die Masse steigt,
wo alles schrumpft und die Zeit ewig wird. Diese ewige Zeit ist die Transversale. Das will ich jetzt nur grob angesprochen. Und wenn dich die Größenordnungen interessieren, recherchiere einfach einmal über DIN A4, über die Blattgrößen, wenn man die faltet. Da steckt die Becher-Transformation drin. Beim Deich kannst du das natürlich 100, 200 Mal falten, weil du ja jedes Mal das Ding wieder flach machst. Du klappst welche drauf, dann nochmal und dann rollst du das ja wieder aus. Das heißt, du hinderst die Transversale und machst immer wieder Flächen draus. Aber ich komme ganz kurz zu dem Wort Bäcker. Pass auf, wir machen jetzt mal einen kleinen Sprung. Das erste Mal kann man das Wort Bäcker transformieren. Das ist Back, heißt in dir, Bekaf, Back ausgesprochen heißt in dir. In dir wird etwas erweckt. Wir haben auch schon das Eck mit drin, aber wenn man den B-Eck im Eck, wenn ich das als Eck schreibe, im Eck, in einem Eck wird etwas erweckt. Ich kann natürlich auch Bakor lesen, Bäcker, wenn ich das KR mache. Das hat man heute im Chat mit dem Wort Krone, wo der Holger noch reingestellt hat, weil Kor heißt ja KR, also 20-200 heißt ja zum einen eine Aue, eine Weide, das heißt aber auch Lamm. Da haben wir wieder unser La-MM. Merkst du, da ist das im Hintergrund mit drin. Und wenn ich jetzt das Wort Krone schreibe, habe ich ja das One, das englische Wort für eins, wo der Holger darauf hinweist, der Lamm, das Lamm ist der Erste. Ich verweise auf die Johannes-Offenbarung. Jetzt machen wir einen anderen Sprung. Das Wort Bäcker können wir jetzt natürlich noch weitermachen. Jetzt springen wir schlichtweg und einfach einmal, was bedeutet, was heißt Bäcker eigentlich auf Hebräisch? Und da wirst du feststellen, dass du hier eine Verbindung hast mit Abi zu deinem Charakter. Kannst ja mal recherchieren, was Bäcker auf Hebräisch heißt. Da steckt dein schöpferisches Wissen mit drin. Schöpferisches Wissen kriegst du, wenn du deine Fläche jetzt erst einmal zusammenschiebst aus dem Ani. Eine Transversale, also hier diese Zeit und Raum zusammenschiebst und diesen ständigen Wechsel, die Transversale, wie ich das nenne, eine Vertikale könnte ich auch sagen, in dem Federe, Vertikal, haben wir ja das Wort Federe von Universum, haben wir dieses Drehen. Drum ist ja Licht eine Transversalwelle, eine Vertikal, ist vertikal stehend, Licht bewegt sich vertikal stehend, transversal, zur longitudinalen Ausbreitungsrichtung. Die Ausbreitungsrichtung aus B3 heraus, aus dem Spiegel heraus, baust du nämlich raumzeitliche Vorstellungen auf. Merkst du, wie jetzt das Physik wird? Und wir wissen das ja. Und wir haben unser Gespräch, bevor ich eingeschaltet habe, habe ich ja das Wir gesagt. Es ist wirklich extrem wichtig für dich, wenn du die Vatersprache lernst, zuerst einmal dir diese 22 Zeichen in Rot-Blau einzusetzen. Wir nehmen einfach mal unser Wort wir. Wenn wir von wir reden, ist es ein Singular, wenn ich sage, eine Einheit. Ohne Unterschiede. Es ist kein Unterschied, ob ich Geistesfunk mich jetzt Lora nenne, ob ich mich Udo nenne oder sonst wie nenne, ob ich mir den Namen gebe von dem, der sich jetzt das Gespräch anhört, mit dem du dich noch verwechselst. Ich kann auch hier wieder nur sagen, ich spreche nur mit dem, der sich die Sachen ausdenkt. Das ist meine Adresse, nicht irgendein Gedanke. Und schau, wenn wir jetzt nur diese drei Buchstaben wir nehmen, ich muss keinen Gematrie Explorer einschalten. W heißt jetzt erst einmal rot verbunden. I heißt Gott, göttlich. Und R heißt Kopf, rot gelesen. Dann heißt es verbunden im göttlichen Kopf. Das ist das rote Wir. Du kannst natürlich jetzt das auch blau lesen. Dann heißt es ein aufgespannter intellektuelle Berechnung, eine aufgespannte intellektuelle Berechnung. Du kannst es natürlich auch mischen. Pass auf, ich mache mal bei dem Wir, mache ich das W rot und das IR lass mal blau. Dann hast du verbundene intellektuelle Berechnung. Was ist das für ein Wir? Das ist das Wir einer Gruppe, einer Sekte. Die haben auch ein Wir-Gefühl, aber das, was die verbindet, sind ihre intellektuellen Berechnungen, das ist das, was sie alle gleichzeitig logisch ansehen. Darum bist du dann in einer Gruppe, die eine intellektuelle Berechnung, eine intellektuelle Logik zum Denken benutzen und das macht die zu einem Wir. Dann wirst du zu einer Gruppe. Jetzt haben wir wieder das Wort Gruppe. Das schreibt sich auf Hebräisch K 20-400, Kaf-Daf. Und diese Gruppe, wenn wir die jetzt blau lesen, dann haben wir GR blau gelesen. Gehirnberechnungen ist das dann mal was Fremdes, weil die Berechnungen, die du mit deinem Schwamminhalt anstellst,
ist nicht deine Logik. Deine Meinung ist eine Anderung. Das sind solche Sätze. Okay, wir bleiben mal bei Fremd und dann kommt ja UB in der Gruppe. UB blau heißt aber aufgespanntes Wissen. Dann heißt ja GRUP, Gruppe, blau gelesen. Jetzt mache ich jetzt einmal Gehirnberechnungen sind aufgespanntes Wissen. Einzelbuchstaben. Gehirnberechnungen sind aufgespanntes Wissen. Das blaue G ist ja dein Verstand. Sprich dein Schwamminhalt, den du zum Denken benutzt. GR als hebräisches Wort heißt zuerst einmal fremd. Und das UB machen wir wieder. Das fremde aufgespannte Wissen. Aber ist es nicht, wenn du in einer blauen Gruppe leben tust, in einer Gemeinschaft, in einer Partei, in einer Sekte, dass du letztendlich nur fremdes aufgespanntes Wissen in dir aufbaust? Weil das Wissen selber, dein Schwamminhalt, ist noch nicht dein Wissen. Deine Meinungen, die auf diesen Intellekt aufbauen, sind Anderungen. Es sind die Meinungen deiner Lehrer, deiner Erziehung, deiner Umwelt. Dein religiöser Glaube genauso. Du, wohlgemerkt, stehst vor den Dingen. Immer dran denken, du bist der Computer und dieser Intellekt, den man dir einprogrammiert hat, jetzt ist schon wieder Vorsicht, einprogrammiert hat, ganz fein Jan Denny haben, bezieht sich schon wieder auf Vergangenheit. Du weißt, ich habe immer wieder gesagt, der Schwamminhalt, dieses Beispiel ist für einen Geist, der noch chronologisch denkt, der meint, sein Wissen hat sich im Laufe der Zeit angehäuft. Ich sage, beim Computer ist es anders. Du kriegst dieses Programm auf einmal und rasterst es in der Wiedergabe dann mit Einzelbildern im Hier und Jetzt ab. Wir haben immer die Spiegelungen. Und das ist, was ich dir jetzt erkläre, das sind diese 16 Perspektiven. Jetzt nur bei dem Wort wir. Und da ist wirklich, diese Lautwesen sind Schöpfungsenergien. Das ist kein esoterisches, religiöses Geschwätz, was wir hier machen. Wir machen reine göttliche Geistesphysik. Vollkommen parteilos und unabhängig. Und jetzt ist es natürlich ein Riesenkomplex, wo du mehrere Leben brauchst, um das zu durchschauen. Das sollte dir jetzt keine Angst machen, eine Seite, sondern Freude. Und das beide, Angst und Freude, verbunden, das ist die Glückseligkeit und die wirkliche Freude. Zu wissen, ich darf ewig was Neues erfahren. Oh, ich kann jetzt das negativ lesen. Oh, ich muss ja ewig lang lernen, bis ich das verstehe. Ich sage, nein, ich darf ewig was Neues erfahren. Immer wieder was Neues aus mir selbst, was eigentlich schon in mir drin ist. Und dieser Erfahrungsprozess, der ist Freude. Und jetzt ist es natürlich die ganzen Probleme, wenn welche abstürzen, immer wieder abstürzen. Geistesfunken sind unreife Geister von unserem Geist. Das ist aber, Geistesfunken ist ein Geist. Immer dran denken an mein Beispiel, wenn du vor dem Bücherregal stehst. Bist du JCH in Bezug auf das christliche, jüdische Glaubenssystem? Sobald du ein Buch in die Hand nimmst, wirst du zu einem Geistesfunken. Das ist doch derselbe Geist, derselbe Geist. Aber nur in der Reduzierung und nur in dieser Reduzierung kannst du was erleben. Das reicht aber noch nicht, wenn du der Leser bist. Du musst dich jetzt zu der Hauptfigur in deinem Roman machen. Und dann erst erlebst du diese Perspektiven in unserer Tetraederstruktur in der Peripherie. Dass ich immer wieder sage, die ersten Lichter um das Zentrum in den ersten vier Spiegeln, das sind die vier Quadranten. Und die stehen sich immer gegenüber. Darum ist es Plus-Plus gegenüber dem Minus-Plus. Und das Plus, Entschuldigung, das Plus-Plus gegenüber dem Minus-Minus. Wobei halt Minus mal Minus ist eigentlich Plus. Das ist interessant, wenn du das einmal mal haben ja von Gott. Minus mal Minus ist Plus. Darum ist in der Physik die Materie eigentlich Energie. Es ist nur Energie durch eine Fluktuation aus diesem Nichts, Vakuumfluktuation in ein Teilchen und in ein Antiteilchen zerspringt. Ja. Ich kann immer nur darauf hinweisen, wenn man das wirklich versteht, dass alle Religionen, inklusive der größten Weltreligion der Physik, der Naturwissenschaft, letztendlich auch arithmetisch eins werden. Jetzt kommen wir aber zu dir, Brösel, der du nicht bist. Zu diesem sehr unreifen Geist, der mit einem Minimalwissen, mit einem Minimalschwamminhalt intellektuell arbeitet. Ich sage, das muss dich eigentlich gar nicht groß schockieren im ersten Moment. Was mir wichtig ist, versuch doch ganz einfach dieses, ich habe im letzten Selbstgespräch gesagt, diese ganz einfachen deutschen Worte, die ich benutze, diese Sätze, so zu verstehen, wie du sie normalerweise im Sprachverständnis, das du zur Zeit hast, zu verstehen hast.
Und dann gibt es nichts zu diskutieren. All das ganze Zeug hier, da geht es ja nicht um Verteidigung mit dem Udo und der manipuliert oder was auch immer. Alles, was du denkst, ist immer nur dann, wenn du es denkst. Tausende Male wiederhole ich das. Wenn du das, dieses einfache Deutsch nicht verstehst und nicht akzeptierst, was du sofort überprüfen kannst. Ich mache jetzt einen Spruch vom Udo seiner Mutti. Der ist es nicht wert, dass er die Welt bescheißt. Du musst dir irgendwann einmal klar machen, wie unendlich geistlos bist du, wenn ich dir jetzt was erkläre, was du sofort dir eigentlich, wenn du einen Hauch von Geist besitzt, dir sofort einleuchten sollte. Das hat nichts mit einer Meinung zu tun. Alles, was du denkst, entsteht in dem Moment, wo du es denkst. Und sobald du an was anderes denkst, wird dieser Gedanke zerstört. All das Leid, das du erlebst, beginnt schon damit, dass du das nicht akzeptierst. Das heißt, wie übermächtig ist diese Logik von anderen, die du nur vom Hörensagen kennst, der Glaube, dass Sachen, die du jetzt denkst, auch dann da außen existieren, wenn du nicht dran denkst. Und ich habe tausende Male gesagt, du brichst damit das zweite Gebot, das ist dein Problem. Und ich betone dann immer noch, es ist natürlich kein, selbstverständlich darfst du dir trotzdem was ausdenken. Du solltest dir bloß das bewusst machen, das, was du denkst, entsteht in dir, weil du es denkst und dann denkst du dir das aus. Weil du dir das jetzt vorstellst. Du stellst es vor dich hin, aber nur gedanklich. Du denkst es aus dir heraus, obwohl es in dem Moment in dir drin ist, weil es ist ja deine Information. Und ich sage immer wieder dazu, das schreibt dir sogar dein jetziger anerzogener materialistischer Glaube, deine materialistische Logik vor. Aber dieser Glaube, AUB, ist deine Beschwörungskunst. Darum kannst du auch alles verwirklichen, vorausgesetzt, du glaubst es. Und alles, was du nicht glaubst, kannst du auch nicht verwirklichen. Darum sage ich, du wirst es niemals verwirklichen können, dass du wie ein Vogel fliegst oder die Kräfte von Superman hast, wenn du das nicht glaubst. Wenn es in Aber wer diesem bestimmt, Programm was auch du so glaubst? gesehen ist, es geht einfach darum, um den Unterschied zwischen Potenzial und Verwirklichung. Die Potenz, das ist, wir haben potentielle Energie. Und wir haben kinetische Energie. Da kommt das Wort Kino her. Es gibt eine Bewegungsenergie und es gibt eine potentielle Energie. Das ist diese Ruheenergie, die statische Energie. Dieses Nicht-Bewegte ist der rote Geist. Den kann man auch Energie und Licht machen. Dieses Licht bewegt sich auch nicht. Die Lampe im Projektor, wie ich das einmal ganz symbolisch mache. Die kinetische Energie ist immer eine ausgedachte Energie. Ist eine Energie, die irgendwas, die benötigt. In deiner Vorstellung, sie, ich drücke es anders aus, sie benötigt eine Vorstellung, eine Traumwelt, die du dir vorstellst. Weil das Bewegungsenergie, selbst dann die Sonnenenergie, ist Bewegungsenergie, weil ja dann die Photonen von der Sonne zuerst einmal runterkommen. Und dann in diesen Fotoelement umgewandelt werden in einen elektrischen Strom, der ja auch wieder von A nach B fließt, angeblich, so denken wir uns das. Aber wie sieht es in der potentiellen Energie aus? Wohin bewegt sich eigentlich deine Information? Wenn ich die Beispiele mache, wenn du jetzt einfach, wenn ich dich in Bewegung setze, dass ich sage, Lothar, du machst jetzt die Augen zu und du stellst dir, wenn du jetzt das Programm Lothar laufen hast, Namen sind wieder austauschbar, wie ich das nenne. Du machst jetzt die Augen zu und du stellst dir einfach einen Gedanken vor, du gehst jetzt mal aus dem Zimmer raus, runter in deine Garage zum Auto, setzt dich ins Auto rein und fährst wohin. Und dann stellst du dir das Schritt für Schritt vor und du wirst feststellen, du tauschst in deinem Kopf bloß Bilder aus. Ja. Das letzte Mal dieses kleine Beispiel beim Spazierengehen, wenn ich sage, wenn du mal von einer freien Fläche läufst und du hast die Augen offen, ist ja jeder Schritt, den du machst, ist wie ein Bild, wenn du dir einen Film anschaust. Und dann hast du den Eindruck, du bewegst dich vorwärts, als der, der du zu sein glaubst. Du bist aber nicht der, der du zu sein glaubst, sondern der, der ein Leben erlebt. Und dann schließt du von dem, der du zu sein glaubst, die Augen und dann läufst du mal ein Stück und tust du mal dich konzentrieren auf diese schrittweise, diese transversale Bewegung in dir, auf nichts anderes. Und da wirst du komplettes Gefühl verlieren, dass du dich vorwärts bewegst, sondern du schwingst, du machst Schritt, Schritt. Du meinst, du stehst und du hüpfst wie auf ein Trampolin bloß auf und ab. Bis du wieder die Augen aufmachst, deine VR-Brille wieder die Bilder wechseln und sofort hast du wieder die Illusion, du läufst nach vorne. Kannst du sofort überprüfen.
Und es ist natürlich immer wieder, wenn ich mich aufhänge, dass ich das Wesentliche, das Leben wird sehr, sehr ruhig und sehr einfach. Nicht, dass du nichts erlebst mehr, wenn dir das jeden Moment bewusst ist. Was ist jetzt da? Ich kann es immer wieder nur sagen, dann würden solche Abstürze von Figuren, die ich jetzt in dir auftauchen lasse, die natürlich als Ding an sich sowieso nichts erleben können. Das ist immer, was die Meinungen anderer war, doch das Thema im Letzten. Dann, Ja. wenn ich jetzt natürlich jetzt angenommen, ich denke mir mal aus, ich wäre jetzt die Evelyn. Okay? Die ich jetzt als Beispiel nehme. Da ist es immer wieder, das ist mein altes BC-Beispiel, wie kurz bevor der Geschichte, was ich jetzt erzähle, kurz bevor der Konkurs angemeldet hat, eine Riesen, zerst blase ich mein Ego auf, dass mich jeder kennt, wie doll ich doch bin und jetzt muss ich Konkurs anmelden. Was denken dann die Leute von mir? Und was ich hier ganz klipp und klar gesagt habe, Leute, was sind Leute mit ihm? Es sind Gedanken von dir. Du denkst dir welche aus und du fragst dich, was denken die von mir? Setz doch einfach für Menschen einfach das Wort Gedanken oder Information. Es ist doch nur deine Information. Ein Gedanke, den du denkst, der wird das denken, was du denkst, dass er denkt. Das ist das Schöne. Du bist Gott. Alles, was du denkst, ist so, wie du dir das denkst, wenn du mal ein bewusster Gott geworden bist. Ja. Und dann weißt du, dass das Teile von dir sind. Jeder Gedanke ist ein Teil von dir. Dann wirst du anfangen, auch wirklich alles zu lieben. Alles. Nicht diese blaue Liebe, die das Gegenteil des Hasses ist. Dass ich immer wieder sage, das Hassen ist Haben, wenn wir das Doppel-S zu einem scharfen S machen. Du kannst erst dann was lieben, wenn du das vorher hierarchisch, nicht chronologisch hast. Erst Hassen ist Minus, Lieben ist Plus. Erst wenn du aus unserer Einheit was heraustrennst, vor dich hinstellst, das ist ein Trennungsprozess. Leben beginnt mit der Schizophrenie eines unbewussten Gottes. Das ist ein träumender Geist. Damit beginnt Leben, diese auseinandergeschmissene polare Existenz. Und dann erst durch den Hass entsteht etwas, was du dann übrigens hast, besitzt. Merkst du, wieso jetzt die Worte so sind? Ich kann erst was besitzen, wenn ich was habe. Aber der Besitz heißt es im Sitz, im Stehen, ich setze dich in Bewegung, du bist immer die Mitte. Der Rei, der Kopf des Schöpfergottes. Und solange du jetzt dich als Brösel verwechselst, meinst du stehst vor Spiegel, an den du normalerweise überhaupt nicht denkst und schaust in den Spiegel rein und dann sagst, das bin ich, wenn du dich siehst. Du bist weder der vorm Spiegel noch der hinterm Spiegel. Sondern der, der sich jetzt bei dir ausdenkt. Wenn du das Gedankengang, dass du jetzt sagst, wenn ich mich vorm Spiegel stelle, dann sehe ich ja mich. Also gut, ich denke mir jetzt dann aus, der sich vorm Spiegel hinstellt, wenn ich nicht mehr mich, ich sage mal, aus diesem Kopf löse, in dem ich eingesperrt bin, aus diesem Intellekt. Ich stelle mir einen aus, der sich vorm Spiegel hinstellt und der sagt dann, ich sehe mich. Was der sagt, ist ein ausgedachter Mensch, eine Kiste, wo ich mir jetzt denke, was der sagt. Und er wird dann auch das erleben, was ich mir denke, dass er erlebt. Er wird nämlich auf der anderen Seite des Spiegels sich sehen, spiegelverkehrt. Jetzt ist aber das Problem, dass zwischen diesen beiden Ausgedachten steht der Rei, der Kopf des Schöpfergottes. Ich kann es jetzt bloß wieder so machen. Bereshit, 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 inmitten dieses Kopfes. Aber der wiederum sagt, ich bin doch eigentlich du. Ich bin doch du. Warum willst du das nicht wahrhaben? Was ist da in dir drin, das sich so wehrt, dass du nicht ich sein willst? Ja, weil wenn du ich bist, dann bist du nichts. Aber damit wirst du zwangsläufig alles, was aus dir herausplatzt. Natürlich nicht vorher, nachher, nicht. Wir haben ja jetzt uns gedreht, wir sind ja in dem Bereich. Ja, nur wenn ich alles bin, dann bin ich ja nichts. Richtig? Ich muss ja etwas heraustreten lassen, um zu sehen, was ich selber Aber immer, bin. was ich sage, das ausgedachte Alles und das ausgedachte Nichts sind auch schon wieder ausgedachte Sachen. Beginn in Ich bin schon, du brauchst einen Unterschied. Das ist El und Le oder Al und La. Al, Ja. La. Das sind diese zwei Zustände, die du übrigens überall hast, in den heiligen Namen, wo ich darauf hinweise, Buddha. Bu heißt hebraisiert, wichtig ist unsere Vatersprache. In ihm, in dir, okay, in dir, da ist geöffnete Schöpfung. Einfach, wir bleiben nur auf den Lautwesen. Ja. Ja, wir haben ja alles tausendfach durchgespielt.
weil da ein Prinzip, ein arithmetisches Prinzip erklärt wird. Und darum ist auch, wenn du jetzt den Bäcker, wo wir gerade gehabt haben, das Deutsch-Hebräisch, fächert unendlich vielfältig auf in einem ganz einfachen System. Und ich sage, wir müssen noch nicht mal auf das Hebräisch stricken. Es würde schon reichen, wenn du mit dem Rot-Blau spitzt. Ich mache ja die anderen Sprachen dann auch dazu, wenn ich immer noch sage, was bedeutet das Griechisch, was bedeutet das Lateinisch? Fällt jetzt spontan ein das Wort Meter. Wenn wir das Griechisch lesen und wenn wir das Lateinisch lesen. Aber da steckt hinten immer noch das Isch dran, Gestaltwerdung, Isch. Und Das das Ganze. spiegelt sich und das setzt sich dann zusammen. Wenn du das Grundprinzip verstanden hast, setzt sich das alles zusammen. Und dann wirst du plötzlich merken, was hat es mit meiner Nase zu tun, ab auf Hebräisch 1,80, das schöpferische Wissen oder der Schöpfer ist Weisheit, rot gelesen, der Schöpfer ist Weisheit. Wenn wir es blau lesen, wird es das schöpferische Wissen. Hebräisches Wort für Nase und für Zorn. Macht oberflächlich betrachtet, wieso bedeutet das dasselbe? Ich muss es wieder deutsch. Zor heißt zu Frauen werden. N, ihr, in Bezug auf Frauen, jetzt denkt wieder die Frau, der Fragebogen. Das ist dein Gesichtsfeld, baut auf zwei Ja. Flächen auf, die genau genommen sich in einem Punkt befinden. Das ist ja interessant, immer die ganze Physik, der Aufbau des Körpers, all das. Es ist, du müsstest Medizin studieren, du müsstest Physik studieren, du müsstest Christentum, Judentum studieren. Magst du doch, ist doch unser Bücherregal. Es sind doch so viele Leben, so viele Studien, die du hast. Wieso hast du davon schon abgeschlossen? Abgeschlossen. Das ist eine zeitliche Ich Frage, weiß weil es jetzt ist nicht. schon wieder chronologisches Denken da. Es ist schon passiert. Es ist immer wieder das Spiel, willst du dich zu Tode langweilen? Und dann wirst du plötzlich merken, was du eine Zeit lang bewundert hast, dass du plötzlich bloß noch lächelst über die Dummheit der Figuren in deinem Traum, die nur deshalb so sind, wie sie sind, gescheit oder dumm, weil du dir das so ausdenkst. Du sollst es nur beobachten. Das heißt, für dich sollte zur Zeit nur eine Meinung wichtig sein, nicht die Meinung von irgendwelchen anderen. Das sind unendlich viele Perspektiven. Ich wiederhole das nochmal. Zu meinen, was glaubt der und glaubt der, hat natürlich auch zwei Seiten, wenn dich das interessiert. Also die Meinungen anderer, schon die Meinung, dass du glaubst, dass andere was glauben, schon deine Meinung, dass du davon ausgehst, dass andere was wissen, was du nicht weißt. Und du willst dir dieses Wissen aus den anderen holen. Ich sage, mach dir die Meinung der anderen zu eigen. Das musst du Das nicht sind machen, du wirst plötzlich, Betrachtungen aus mir. richtig, du wirst plötzlich nämlich ein Heureka bekommen. Das ist das Erste, was ich sage, solange du glaubst, du könntest Wissen von außen, ein Wissen, das sich da außen befindet, wenn du nicht dran denkst, in dich reinschaufeln. Du könntest Wissen aus dem Internet in dich hineinschaufeln, ist doch ein absoluter Blödsinn. Es ist doch schon in dir drin. Das ist übrigens, das Net Inder ist klar, das ist innen. Das Net machen wir normalerweise NED. Das heißt, wir werden zur Zeit. Aber wir können doch das E als Vokal rausschmeißen. Dann hast du nur NT. Im letzten Selbstgespräch bin ich darauf eingegangen. Die Radix ND heißt, es ist etwas Gegebenes. Das ist in der Ebene. Das ist etwas Gegebenes, aber das GG erzeugt dann die Welle, weil dieses Gegebene immer in Form von Gedankenwellen auftaucht. Ich hoffe, du kannst mir jetzt geistig folgen. Wenn umso mehr die Grundlage Ja. der Vordersprache da ist, wird es immer klarer. Du sagst plötzlich, boah, BC wird jetzt wieder sagen, Mai, ist das geil. Das ist ND. Diese existierende Erscheinung ist ja auch das Sein des Immerseins. N ist das rot geschriebene Sein, wenn ich das immer mache. S, Bewusstsein, ist nicht existierend. Das ist unser rotes N. Und das T ist entweder der Spiegel selber als 9 gelesen, ein seiender Spiegel, das ist der Kopf in der Mitte, wo wir gesagt haben. Oder die rote 400 ist ja das im Mehrseiende. Okay? Rot gelesen. Das heißt praktisch ein seiender Spiegel, also rot, oder das Seiende immer Seiende. Wenn wir es blau lesen, wird es zu einer existierenden Spiegelung, ND, oder zu einer existierenden Erscheinung. Ich mache nur die zwei Buchstaben von NET, wir sind bei NET. Von Karl E. schmeißen wir raus.
Und das ist das dann mal etwas, ich sage immer wieder, ob du jetzt spielst NT, TN oder NTN, wenn du das austauschst, du hast immer das Gegebene in einer gewissen Art und Weise. Und die Gag-Ebene, Gag, ist die ausgedachte Ebene, weil schon eine ausgedachte Ebene wiederum einen Hintergrund braucht. Jetzt schieben wir das zusammen und dann kann man ja das 3-3 auch als 33 lesen, wenn man den kleinen Gott, wenn man ein G zu einem kleinen Gott machen. Das heißt, die Zehnerebene nehmen, dann kriegst du die Welle. Aber die besteht aus GL, rot geschrieben aus deinem geistigen Licht. Das ist eine Transversalwelle, weil Licht ja als Ding an sich eine Vorstellung ist. Dann wird das Licht Ja. zu blauem Licht, zu vorgestelltem Licht, aber Licht kann man nicht sehen. Das ist einmal das Erste, wenn die dir einen Lichtstrahl zeigen, die Herren Professoren mit dem Laserstrahl, da fange ich nicht nochmal an. Es sind Wahnsinnige, die sind so gescheit, weil du dir die so gescheit ausdenkst, bis du dies im 180 Grad drehst und die Gegenseite machst. Drum sage ich ja ganz klipp und klar im Neuen Testament, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir, Gotteskind, erklären, dass das eigentlich Wahnsinnige sind. Es sind die Spiegelbilder deines eigenen Wahnsinns. Ich werfe das nicht den Weisen der Welt vor. Ich werfe diese Dummheiten denen vor, der sich diese Dummköpfe ausdenkt und sich einrede, dass die weise sind, weil er so programmiert ist. Ich sage zuerst einmal, es sind nur deine Gedanken. Jetzt kann man wieder an den Anfang des Gespräches gehen. Ein Gedanke, den du denkst, der entsteht in dem Moment, wo du ihn denkst, egal an was du denkst. Und es wird für dich so erscheinen, dieser Gedanke, wie du ihn dir denkst. Da steckt die göttliche Gerechtigkeit drin. Du bist der Richter über alles und jeden. Das heißt, du erschaffst es und du urteilst, wenn du noch urteilst. Und deine Richtersprüche werden an dem vollstreckt, der du zurzeit zu sein glaubst. Das macht dein eigenes Programm. So erziehe ich dich zu einer absoluten allumfassenden Liebe. Zu einem allumfassenden Verstehen. Ganz easy. Jetzt habe ich wieder ganz einfache Worte, wo ich wieder sage, ich bin der Erste, jeder 13-Jährige, der aufmerksam zuhört und weiß, was deutsche Worte bedeuten. Mich lasse mal dieses etwas Hebraisieren weg, wobei ich das ja auch erklärt habe. Wieder gesagt, die wesentlichen Aussagen kann jedes Kind auf der Stelle überprüfen und wenn ich irgendwas mit Worte sage, wenn du nachschaust, was du feststellst, es steht in den Wörterbüchern genau das drin, was ich dir sage, die dann in dir auftauchen, wenn du nachschaust. Weil wer bestimmt, was in dir auftaucht? Ja. Das ist immer der Maler. Und im All heißt wieder von Gott. Und der erweckt dich nämlich. Dann mache ich jetzt einen kleinen Abschluss, dann lassen wir es gut sein, dass ich immer wieder sage, das Erste, dieses Carpe Diem. Du kannst dir nicht raussuchen, wenn du morgen wach wirst, als wer du wach wirst und wann du wach wirst, wenn du einen Hauch von Geist hast, was du, ich war immer jetzt wach. Das heißt, ich komme förmlich aus einem Nichts, dem wir jetzt einmal an die Schlaf denken. Und dann wirst du wach, aber in dem Moment, wo du wach wirst, denkst du dir schon an ein Vorher. Was habe ich geträumt? Was war gestern? Dass du ja zurückblätterst, wie ich das immer nenne. Und das, was dann heute kommt, musst du dich überraschen lassen. Aber dein Vorher bestimmt das, was kommt. In einer gewissen Art und Weise. Habe ich genügend Beispiele. Du kannst dich nicht einschalten in deiner Traumwelt als Figur, das passiert, dass du da letztendlich mit dem Wachwort in einer Traumwelt aufwachst, als Brösel, und du kannst dich nachts nicht ausschalten. Also abends ist natürlich auch jetzt. Es geht nicht. Wie oft legt man sich hin und möchte schlafen und kann nicht einschlafen, weil diese Gedanken mit dir weitergeht. Und wenn die dann wieder abreißt, dass du wieder in dieses schwarze Loch zurückfällst, da war ja heute dieses Thema ganz kurz Krishna und Arjuna. Ja. Der Schwarze und der Weiße. Haben wir alles schon erklärt, wenn eine Fragen stellen? Schau in Physikbüchern nach, was ein schwarzes Loch ist und schau nach, was ein weißes Loch ist. Das schwarze Loch saugt alles auf. Das ist die absolute Liebe. Und das weiße Loch, weiß, Weib, Intellekt, stößt alles aus. Ja, ich Alles, habe was dir ja mal existiert, das geschickt. um ein weißes Loch herum existiert. Ich habe das ja mal geschickt von dem Torus. Richtig. Ja, die. Ist Da können also wir eine jetzt sehr wieder. interessante Betrachtung. Da können Kommt wir von jetzt wieder einem Formeln Procter & anstellen. Gamble, die stellen Papier her und vor allem auch Klopapier, gell? Und immer dran denken, das Wort Papier heißt, dein Papi erweckt dich. Und Ja. es kommt alles wieder ins Klo. Heidenei.
Wie die Figuren doch spielen. Es ist ein Spiel, ein göttliches Spiel. Alles, was sich in dir abspielt, ist ein Spiel von mir selbst. Ich bin du. Und du bist ich. Das war im letzten. Und dazwischen steckt ich UB, UB. Der abspielt. Alles, was sich in dir abspielt. Und jetzt haben wir natürlich jetzt wieder das Engelische, die Engelischen. Im Engelischen. Das heißt, Ischen heißt ja hier schlafen, etwas vor sich generieren, etwas generieren. Im Engelischen ist ja ab ausgesprochen. Wir schreiben das AB. Jetzt sind wir wieder der Vater oder UB, wenn ich das abmache. Blau gelesen heißt es, eine Schöpfung wird Bola, der Schöpfer wird Bola, je nachdem, wie ich jetzt das Aleph setze. Rot oder blau? Wenn ich es blau, beides blau mache, heißt es, die Schöpfung ist Bola, B. Und wenn ich es Aleph rot mache, heißt der Schöpfer wird zu einer Polarität ab und darum heißt das hebräische Wort aufblühen. Es blüht etwas in dir auf, aber was blüht in dir auf? Dieses Nichts, dieses verbundene Wissen blüht auf und wird zu einem nicht mehr verbundenen Wissen und damit wird es wahrnehmbar. Weil es ausgedacht, aus dem Mittelpunkt herausgedacht wird. Eine ganz simple, kindgerechte Symbolik. Warum ist es so schwer, das zu akzeptieren? So, lass nicht, wenn einer sagt, das verstehe ich nicht. Tausendfach man BC zitiert. Wenn jemand sagt, das verstehe ich nicht, dann frage ich, wer bestimmt jetzt das? Da gibt es nichts zu verstehen. Hör doch einfach zu, was ich sage. Hör einfach zu. Da komme ich nicht mit. Ich sage, wie geistlos bist du? Ich erkläre dir ganz genau, was du sofort hier und jetzt auf der Stelle überprüfen kannst. Du kannst Sachen erschaffen. Pass auf, ich sage jetzt, denk einmal an deinen Körper. Denk einfach an deinen Körper. Und was denkst du, wenn du an deinen Körper denkst? Das ist so ein ganz flaues Gefühl vom Körper. Du kannst jetzt was dich vielleicht anschauen. Ich sage, pass auf, jetzt erschaffe ich was. Jetzt denk einmal an deine rechte Hand und ball die zu einer Faust. Mach das, ball die zu einer Faust. Okay, jetzt pass auf, jetzt öffne die Hand. Und jetzt hast du was gespürt. Wo war die Hand die ganze Zeit, während du mir jetzt zugehört hast? Die war nicht da, die hat nicht existiert. Die hat überhaupt nicht existiert. Jetzt, wie kannst du jetzt sagen, da komme ich nicht mit, das verstehe ich nicht. Hör doch einfach, was ich mache und pass genau auf. Jetzt haben wir natürlich unser Problem wieder, wenn ich dich jetzt frage, waren die da, was du sofort sagst, selbstverständlich. Ist logisch, aber nicht besonders geistreich. Und jetzt kommt zum Abschluss der wichtige Satz. Alles, was du glaubst, was du innerlich als hundertprozentig sicher bewiesen ansiehst, dieses Geschwätz des Zweiten, dein einprogrammiertes, indoktriniertes Wissen, dein Intellekt, dein Programm, all das, was du glaubst, was du nur gedanklich in der Welt von Vorstellungen verwirklichst, was in der Vergangenheit angeblich war und was in der Materie und im großen Universum da außen sich in Millionen und Abermillionen von Lichtjahren Entfernung alles vor dir abspielt, spielt sich nur in deinem Kopf ab. Und solange du glaubst, dass es so ist, wie du dir das aufgrund dieser Erziehung ausdenkst, muss dir klar sein, wenn du vor einem Richter stehst und du beschwörst es, schwörst du an Meineid. Und solange du noch Meineide schwörst, wirst du aus dieser Hölle nicht herauskommen. Beschwöre, dass man mir das erzählt hat, dass in dem und dem Buch das drinsteht. Das kannst du beschwören, aber du kannst niemals beschwören, ob das wirklich so ist. Und das ist alles vom Tisch, von einer Sekunde auf die andere. Von einem Moment auf den anderen ist es weg, wenn du das jetzt verstanden hast, was ich dir gesagt habe. Und dann öffnet sich in dir eine vollkommen neue, wundervolle Welt. Ich sage ja, du stehst jetzt auf dem Scheideweg. Wir haben Corona. Entscheidest du dich hier? Darum habe ich ja hier das kleine Männchen, wo ich reingemacht habe, da war der Holger da, bei Skype. Ich setze das dann ganz kurz danach. Dieses Smiley, Holiday Spirit heißt es. Wenn du Smileys magst, viele wissen das nicht. Du tippst ja immer nur die Smileys an, du kannst es aber auch eingeben. Das sind immer gewisse Stichwörter in Klammern gesetzt. Das heißt zum Beispiel, wenn du in Klammern Idea reinschreibst, dann ist es dieses Männchen, wo die Lampe immer aufgeht. Okay? Wenn du in Klammern Poke schreibst, dann hast du diesen Finger, der so rauskommt. Und wenn du in Klammern Holiday Spirit schreibst, dann hast du das Smiley, wo hier so ein Lichterkranz rumkreist. Und das ist jetzt der Holiday Spirit. Das sind diese vielen kleinen Erkenntnisse, diese vielfarbigen Erkenntnisse, die auftauchen. Ja.
Auch das hat einen Sinn. Wer denkt sich sowas alles aus? Ja gut, ich denke Du, jetzt. du. Selbst den Udo denkst du dir jetzt aus. Alles, was der Udo dir jetzt erzählt hat, hast du dir doch jetzt ausgedacht. Ich denke Moment. jetzt gerade mal zurück an unser letztes Fliegenstall. Das mit dem Friseur und mit dem Bu. Wenn der das versteht, dann ist das Spiel aus. Zuerst der Friseur, der versteht es nicht, der ist so dumm. Und dann der, weißt, wenn ich das verstehe, dann ist es das Spiel aus. Jetzt, wie machen wir es? Machen wir das Spiel oder sagen wir, okay, verstanden und fertig? Aber erst wenn ein Spiel zu Ende ist, können wir ein neues beginnen. Genau, das Spiel muss bis zu Ende Sonst gespielt sage ich, werden. spiele noch ein bisschen die Rolle, die du zurzeit spielst. Und wenn die vollkommen durchschaut ist, wenn der Charakter, deine derzeitige angebliche eigene Meinung vollkommen durchschaut ist, dass du immer mehr merkst, ist ja eigentlich alles, was ich glaube, ist eine Anderung. Es ist die Meinung meiner Lehrer und meiner Erzieher. Und wenn du jetzt merkst, diese Einseitigkeit, da brauche ich nicht die Meinung von anderen. Da kann ich immer wieder bloß sagen, was nützt dir das, wenn du ins Internet gehst? Das Internet ist so unendlich vielfältig. Das kannst du alles fragen. Das Problem am Internet ist die totale Selbstverdummung, weil es zwingt dich letztendlich in die Einseitigkeit. Du fragst die Maschine etwas und dann kriegst du ja auf jede Frage kriegst du eine Unmenge von Antworten. Jawohl. Und du wirst jetzt ganz definitiv, wirst du hier die Antwort als richtig ansehen, die deiner jetzigen Logik logisch erscheint. Aber so kommst du aus der Logik nicht raus, du wirst deine Logik nie erweitern. Aber du brauchst eine komplexere Logik, um größere, komplexere, vollkommenere Welten aufzubauen in dir. Das lassen wir jetzt das Wort zum Sohn-Dog. Und Ja. jetzt strebe mal deinen Holiday Spirit an. Wenn man versucht, das Spiel aufrecht zu erhalten, dann wird es zum Krampf. Und wenn man versucht, das Spiel abzubrechen, dann wird ein Lernprozess zerstört. Das ist natürlich Lassen wir auch es wieder, laufen. genauso ist es, aber jetzt ist natürlich das Aufrechterhalten ist ein Noggi. Das kann man auch rot lesen und dann wird das Aufrechterhalten wird dann zu was Positivem. Und Ja. das Abbrechen, wenn UB, das verbundene Wissen, auseinanderbricht, beginnt das Wort Brechen schon wieder mit BR, das entsteht dann eine polare Berechnung, die einseitig gesehen wird und BR ist das Äußere, so entsteht das Äußere. Aber dieses Außen, immer ein scharfes S ist AOB, ist dann baut letztendlich auf deinem Intellekt und auf deiner Beschwörungskunst auf. Und diese Beschwörungskunst ist eben dein GLAUB, dein Glaube. Das heißt, letzten Endes, sowohl so als auch geht das Spiel sowieso ewig. Ich sage immer, mir Franzosen sagen, komm si, komm sa. Mal so. Mal so, mal so. Alles klar? Spielen wir noch eine Runde. See you later, Alligator. Ciao.